Auf der internistischen Station erwartet Dr. Silvia Sommerfeld eine Patientin zur Darmkrebsvorsorge. Noch ahnt die Ärztin nicht, dass ein Notfall dazwischen kommen wird. Hallo, guten Tag. Guten Morgen. Die Frau Kürsing kommt zur Koloskopie. Ja, das bin ich. Wir haben uns ja schon mal kurz gesehen. Wir hatten uns schon gesehen, aber ich bin mega aufgeregt. Das glaube ich Ihnen, aber das brauchen Sie gar nicht. Frau Kürsing, kommen Sie mal mit mir mit. Ich nehme jetzt mal die Mama und die Oma mit mir mit. Ja. Und Sie wollen warten oder gehen Sie in die Cafeteria so lange? Wir bleiben so lange hier. Ist gut. Okay. Ja? Mhm. Danke. Gut. Frau Kürsing war zur Darmkrebsvorsorgeuntersuchung bei uns gewesen. Eine immens wichtige und sinnvolle Untersuchung, weil je früher man Darmkrebs erkennt, desto besser ist er auch behandelbar. Er ist eine sehr häufige Erkrankung. Er ist die zweit- bzw. dritthäufigste bösartige Erkrankung bei uns. Das ist die erste Darmspiegelung, gell? Ja. Sie haben noch nie eine gehabt. Nee, ich weiß noch gar nicht, was auf mich zukommt. Aber Sie müssen überhaupt keine Angst haben. Also es ist wirklich eine Untersuchung. Sie bekommen von der Untersuchung so gut wie nichts mit. Wirklich? Also ja, da kommt jetzt auch gleich der Anästhesist. Ja. Sie kriegen dann ein Medikament und sind wie in so einer kurzen Narkose. Ach ja, mal gucken. Sie werden dann, das haben wir für Sie schon vorbereitet, Sie werden dann dieses Hemd sich überziehen. Sie können dann hinter diesen Paravent gehen. Ziehen bitte alles aus, also vollständig. Ja. Legen alles ab, was Sie selbst haben, ziehen dieses Hemd an. Rauskommen bitte. Ich komme gleich zu Ihnen. Soll ich mal bitte die Trage. Luft. Was ist mit dir? Ich muss ganz, mal ganz, ganz ruhig atmen. Ganz ruhig atmen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? So, pass auf. Du kannst dich jetzt mal da auf diese Liege. Geht das? So, okay. Versuch mal ganz langsam zu atmen. Ganz langsam. Langsam. So, und mal hinsetzen. Dich mal und mal die Beine nach oben. Leg dich mal langsam hin. Sehr gut. Geht das so? Ja, sehr gut. Wir bringen dich jetzt mal ins Untersuchungszimmer und schauen nach dir. Und du atmest ganz ruhig. Ja? Ganz langsam und ganz ruhig. Allergische Reaktion, Vergiftung oder Herzerkrankung. Die Atemnot des Mädchens kann viele Ursachen haben. Das Klinikteam muss schnellstmöglich herausfinden, was der Auslöser war. Was war denn jetzt genau gewesen? Ich weiß nicht. Ich war kurz an der Rezeption und ich weiß nicht, was da los ist. Sie war kurz weg und dann war sie mit Atemluftproblem. Miss mal bitte. Und das hat sie vorher noch nie gehabt? Nein, gar nicht. Nein. Ja. Heute Morgen ganz normal gefrühstückt. Schale Komplex und Orangensaft, aber das war's. Wie immer. Ja, wie immer. Also nichts Besonderes. Eben, nein, überhaupt nicht. Sind denn irgendwelche Erkrankungen bekannt bei ihr? Hat sie mal was mit Allergien zu tun gehabt? Nein, nicht, dass ich wüsste, nein. In der Familie auch niemand? Sie selber auch nicht? Der Vater auch nicht? Nein. Okay, ist gut. Pass auf, vielleicht machen wir es mal so. Du versuchst möglichst ruhig zu atmen, ja? Ja, du guck mal, pass mal auf, sie fängt an auch zu krampfen. Gibst du ihr bitte eine Rectiole, Diazepam? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, klar. So, leg dich bitte mal zurück, leg dich einfach mal hin. Ja, okay, die Beine da hoch, genau. Und jetzt pass auf, setz dich bitte noch mal auf, geht das, dass du einfach mal sitzt und ich mal die Lunge abhören kann. Beine kannst du ruhig da lassen, die Beine mal da lassen. Okay, und jetzt mal festatmen, noch mal ganz festatmen. Geht das so? Feste, fest. Mach mal langsamer ein bisschen, geht das? Versuch mal. Ja, und jetzt versuch mal ganz normal weiter zu atmen. Das klingt so ganz okay. Ich möchte einfach nur noch mal in den Mund schauen. Anna, kannst du bitte auf Intensiv Bescheid sagen? Ja, bitte mal den Mund aufmachen. Ich möchte einfach mal schauen, ob die Atemwege frei sind. Ja, noch mal weit aufmachen, weit.
Ja, ist gut. Mhm, ist gut. Da ist alles in Ordnung. Okay. Also auch die Atmung ist in Ordnung, die ist frei. Aber ich verstehe schon, dass du schlecht Luft bekommst. Ja? Das Herz ist auch ganz regelmäßig. Da ist auch nichts Auffälliges. Wir machen aber jetzt trotzdem eins. Wir bringen dich jetzt mal auf die Intensivstation, weil man dich da wirklich besser beobachten kann als hier unten. Mhm. Wir bringen sie jetzt mal hoch auf Intensiv und schauen da weiter. Ja, ja? Wir haben das Mädchen auf die Intensivstation ziemlich schnell verlegt, weil es ihr wirklich nicht besonders gut ging und wir sie unter ganz engmaschiger Beobachtung haben wollten. Das, wie sich das dann aber später aufgeklärt hat, das war für alle Beteiligten sehr überraschend. Das machst du gut. Geht's besser? Ja. Bisschen geht's besser, gell? Okay. Um die Symptome der 10-Jährigen weiter abzuklären, zieht Dr. Silvia Sommerfeld auf der Intensivstation ihre Kollegin Konstanze Herzinger hinzu. Hallo, grüße super. Dich. Hallo, grüß dich. Schön, dass du kommst. Ja. Pass auf, wir haben die Patientin aufgenommen. Sie okay. ist 10 Jahre mhm. alt. Plötzlich Übelkeit, mhm. gebrochen hat sie wohl nicht, aber okay. sie hat massiv Luftnot. Mhm. Ich habe da wirklich einen ganz heftigen Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass sie eine Vergiftung hat. Okay. Aber ich bin nicht weitergekommen. Es ist alles in Ordnung. Als mir meine Kollegin aus der Inneren die Übergabe gegeben hat, wurde mir sehr schnell klar, die kleine Patientin ist in keinem guten Zustand. Sie ist gerade mal so stabil und ich muss schnell handeln. Allerdings habe ich mir da noch nicht realisiert, dass sich der Zustand noch dramatisch verschlimmern sollte. Okay. Danke dir danke für die dir. Übergabe. Danke, ja. Ja. Tschüss. Hallo. Wir sehen uns später wieder. Tschüss, tschüss. Ja. Der Doktor hat noch eine BGA angemeldet. Mit dem Ergebnis komme ich gerade wieder. Okay. Hm. Ja, die Sauerstoffsättigung ist etwas vermindert. Ich bin die Kinderärztin, ja. Dr. Herzinger. Und du bist die? Bianca. Bianca, hallo Bianca. Wie geht's dir denn gerade? Ich krieg nicht so gut Luft. Ja. Okay, ich höre dich mal eben ab. Schaffst du es, dass du dich ein bisschen aufrichtest? Ganz vorsichtig. Okay, ist ja wirklich ziemlich schwach. Jetzt einmal tief Luft holen, sofern das geht. Oh, wird ganz schwindelig. Hallo, hallo, Bianca, Bianca, kannst du mich hören? Komm, bist du wieder da? Was ist los mit dir? Schatz. Okay. Ja. Ist auch kräftig. Hat auch eine eigenartige Färbung der Wangen, oder? Ja, gerade so, dass sie eigentlich so ja, riechst du das? Was ist das? Das riecht komisch. Ich weiß nicht, was ist das? Ich muss dir mal in den Mund schauen, darf ich mal? Einmal A machen. Das ist seltsam hellrosa gefärbt. Dazu dieser Geruch, das könnte eine Blausäurevergiftung sein. Was hat typischerweise diesen Geruch? Sag mal, hast du irgendwas Komisches gegessen, Bianca? Zum Beispiel Früchte mit Kernen oder ja, sie im Kirschen, so genau, klein, und die runtergeschluckt. Dadurch kann nämlich so eine Vergiftung ausgelöst werden. Oder ist sie in Kontakt mit Rattengift gekommen? Nein, wir haben das auch zu Hause nicht. Gar nicht. Nein. Denken Sie noch mal ganz gut nach. Nein, haben wir gar nicht. Und Kirschen hat sie heute gar nicht gegessen. Oder ich habe auch nichts mit, also nichts hier mit dabei. Das war relativ schnell klar, dass eine Blausäurevergiftung vorlag. Wir mussten schnell handeln. Der Zustand der Patientin war instabil und wir haben ein Gegengift gegeben. Allerdings blieb unklar, woher diese Vergiftung eigentlich kommen sollte. Machen Sie sich keine Sorgen, wir handeln jetzt sofort. Meine Kollegin macht alles fertig und dann denke ich, wird Ihr Zustand stabiler werden. Sie hat ziemlich typisch die Symptome dafür. Ich denke, wir haben das Gegengift gefunden. Wir können uns noch nicht erklären, woher das kommt, aber wir forschen da weiter nach. Ne? Hast du es fertig gemacht? Ich Super. Hab's fertig. So, das Wichtige ist jetzt, dass wir wirklich das Medikament geben und ihren Zustand stabiler machen. Ja, bitte. Was zu der Vergiftung des Mädchens geführt hat, ist auch 3 Stunden später noch ein Rätsel. Und doch gibt es Neuigkeiten, die die Familie betreffen. Ich habe das Ergebnis von der Großmutter. Ah, okay, ja. Ist sie denn bei ihr im Moment? Die sind alle im Zimmer von der Bianca. Drin. Ich wollte sowieso gleich mal reingehen, schauen, wie Lass es ihr geht. Lass uns doch gemeinsam, wir gemeinsam reingehen. Ja, genau. Gut. Hallo. 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 Hallo.
also heute zu zweit. Genau. Ja. Genau. Ja. Schön, dass Sie auch da sind. Ich habe nämlich das Ergebnis von der Darmspiegelung. Und kann Ihnen wirklich sagen, so wie wir es auch vermutet hatten, es ist alles ganz wunderbar. Wir haben auch keine Biopsien genommen. Es ist alles wirklich bestens. Super. Ja, da kann ich sehr beruhigen. Es ist wirklich eine gute Nacht. Schön. Ja, und jetzt zur nächsten Patientin. Wie geht's dir denn, Bianca? Ja. Geht's dir besser? Das ist schon mal schön, dass du stabiler bist, aber ich mache mir trotzdem noch große Sorgen. Wir haben immer noch nicht die Ursache gefunden und wir müssen wirklich rausfinden, was da die Ursache ist. Denken Sie doch noch mal genau nach. Früchte, zum Beispiel Aprikosen mit Kern. Hast du da was zum Frühstück gegessen? Denk mal ganz scharf nach. Das ist nämlich eine ziemlich sicher die Blausäurevergiftung. Das Gegengift hat ja jetzt auch angeschlagen. Nur woher kam die Blausäure? Du hast auch so ganz typisch nach dieser Bittermandel gerochen. Sie gucken so, was ist denn? Bittermandel? Warten Sie mal. Kann das die Ursache sein? Die sehen mich ein als Vorsorge für mich. Sag mal, du hast aber nicht die Bittermandeln gegessen. Bianca. Sag uns die Wahrheit. Ist nicht schlimm, aber es ist wichtig, dass wir das wissen. Ja, also ich wollte halt auch nicht an Krebs erkranken. Ei. Wie viel hast du denn davon gegessen? Ein paar, keine Ahnung. Ein paar. Okay, aber auf jeden Fall mehr als drei bestimmt, ne? Wenn du sagst ein paar. Das ist tatsächlich so. Man kann das zur Vorsorge benutzen. Die Bitterstoffe helfen aber bei Erwachsenen. Für Kinder ist das schon ab einer Menge von drei wirklich gefährlich. Das Gefährliche an Bittermandeln ist, dass sie ca. 3-5% von dem Gift Amygdalin enthalten. Amygdalin wird verarbeitet und durch die Verdauung kann Blausäure abgespalten werden. Das macht bei erwachsenen Menschen in der Regel nichts, aber bei sehr zierlichen und schlanken Menschen kann es schon mal sehr toxisch wirken und auch sogar lebensbedrohliche Komplikationen hervorrufen. Jetzt ist einiges klar, ne? Aber Bianca, pass mal auf, du brauchst dir da gar keine Sorgen zu machen. Du bist noch viel zu jung, um sowas zu bekommen und du bist auch überhaupt nicht in der Risikogruppe. Du bist schlank, du bist jung, in der Familie gibt es kein Risiko. Das war Und dass du da Bittermandeln nimmst, das mach bitte nie wieder. Nein. Das war bestimmt auch meine Schuld. Tschüss. Nee. Alles Gute für die Zukunft ohne Bittermandeln. Ich lass euch. Mach's gut, du hast noch zu tun. Okay. Tschüss. Ja, sehr gerne. Die 10-jährige Schülerin wird künftig einen großen Bogen um die Bittermandeln ihrer Großmutter machen. Nach einer Nacht zur Überwachung auf der Intensivstation durfte sie wieder nach Hause.